Mein Name ist Wolf-Gundrand Drossel. Ich bin geschäftsführender Institutsleiter des Fraunhofer Institutes für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik. Ich bin ja geborener Freiberger, bin auch in Freiberg zur Schule gegangen. Mein Vater hat an der Bergakademie Freiberg gearbeitet. Und ich bin 1992 mit dem Studium fertig geworden. Das war die Zeit, wo es für Ingenieure praktisch keinen Arbeitsmarkt mehr gab. Und insofern hat man sich auch umgeschaut, wo gibt es attraktive Möglichkeiten, weiter in Forschung und Entwicklung tätig zu sein. Ich hatte zu dieser Zeit ein Studium der Informationstechnik in Dresden abgeschlossen. Und dann hat mich die Anfrage von Professor Martin Hildebrand vom Institut für Metallformung erreicht, der über ein DFG-Projekt eine Drittmittelstelle zur Verfügung hatte, die die Möglichkeit zur Promotion bot. Und was mich an dieser Stelle dann eigentlich wirklich gereizt hat, was attraktiv war, dass ich als studierter Informationstechniker damit die Möglichkeit hatte, auch ein vollkommen neues Arbeitsgebiet mir zu erschließen, quasi ein Zweitstudium nochmal zu absolvieren. Und das war eigentlich der große Reiz an dieser Möglichkeit der Promotion an der Bergakademie Freiberg. Was für ein Informationstechniker fast schon sehr weit weg war, tatsächlich um Umformung von Metall. Also sprich Ziehen von Drähten und Stäben, Walzen von Bändern, Walzen von Stäben, Entwicklung von Geometrie und Gefüge. Speziell haben wir damals Anfang der 90er Jahre das Fachgebiet FEM-Simulation in der Umformtechnik am Institut aufgebaut. Das war eigentlich unsere tägliche Arbeit. Die Integration von Sensoren zur Prozessdatenerfassung, Aufbau von Modellen, experimentelle Charakterisierung. Also all das, was man an einem Institut für Metallformung machen kann. Es war eben nicht nur Theorie, sondern man musste damals auch viel experimentieren, man wollte auch viel experimentieren, obwohl jedem klar war, dass wer experimentiert, verliert. Weil es gibt ja einen Unterschied zwischen Theorie und Praxis, aber der ist in der Theorie eben deutlich kleiner als in der Praxis. Nachdem ich 1998 meine Promotion abgeschlossen habe, war ich ja für 3 Monate noch kurz in der Industrie im Press- und Schmiedewerk in Brand-Erbesdorf und bin dann sofort hier ans Fraunhofer IWU gekommen. Was ja der klassische Fall der anwendungsorientierten Forschung Fraunhofer darstellt. Fraunhofer ist ja dafür die größte Gesellschaft. Und heutige beschäftige ich mich, nachdem ich mich zwischenzeitlich mit Umformmaschinen, mit Werkzeugmaschinen, mit Steuerung von Werkzeugmaschinen beschäftigt habe, eigentlich wieder mit Werkstofftechnologie, mit der Integration von Sensoren und Aktoren bis auf Werkstoffebene. Da geht es um Softrobotik, da geht es um Endoskope, da geht es um Medizintechnik, da geht es aber eben auch um Greifer, neue Kinematiken für Werkzeugmaschinen, für Produktionsanlagen. Und natürlich treibt uns alle das große Thema Digitalisierung um, weil natürlich das digitale Abbild eigentlich dazu führt, dass wir Produktionsanlagen, Produktionsmaschinen, ja, man sagt es immer so leicht, intelligent machen könnte. Wir gehen dann einen Schritt zurück, auch in unserem Bezeichnen, indem wir sagen, wir entwickeln kognitive Produktionssysteme, also die erstmal fühlen können, die Sinne haben, die wissen, spüren, wie der Prozess läuft, der gerade auf der Maschine läuft, der auf dem Produktionssystem läuft und dann über Regelungsalgorithmen, zur Not auch über Algorithmen der künstlichen Intelligenz, auch wir verschließen uns gängigen Hypes nicht, tatsächlich dann einfach das Denken hineinkommt. Zu meinen Zeiten war es ja noch üblich, dass man während der 11. Klasse eine wissenschaftlich-praktische Arbeit abgeschlossen hat und die hatte ich damals im Institut für Elektrotechnik der TU Bergakademie absolviert und ich habe dort schon kennengelernt und schätzen gelernt, dass es eigentlich die Möglichkeit gab, in dieser Kleine eben auch das Feine zu finden und vor allen Dingen über die Disziplinen problemlos zusammenzuarbeiten. Es gab keine Grenzen. Wenn man aus dem einen Fachgebiet etwas gebraucht hat, dann wurde einem das offen zur Verfügung gestellt. Und damit gab es einfach Möglichkeiten, auch neue Dinge sehr schnell und sehr effizient anzugehen. Ich erlebe die TU Bergakademie nach wie vor als eigentlich ein sehr schönes Beispiel einer überschaubaren Universität, wo es eine ganz enge Verbindung zwischen Theorie und Praxis gibt, wo Studenten einfach auch interdisziplinär arbeiten lernen, das also nicht bloß vor sich hergetragen wird, sondern das tatsächlich erlebt. Und natürlich bringt die TU Bergakademie auch ein ganzes Stück internationales Flair in die kleine Stadt Freiberg. Die Ausstattung, Gebäude, Labore
ist auf dem höchsten Niveau, das muss man einfach sehen. Wir kommen ja viel rum als Fraunhofer-Forscher, auch in Deutschland. Und es ist nicht zu klein, um keine kritischen Massen zu erzeugen. Der Freiberg ist da auch sehr sichtbar im Außenraum. Manchmal kommt es mir vor, als ob die Theo Berger Akademie Freiberg ja, sich kleiner macht, als sie sich machen müsste, auch gerade in der Außendarstellung, weil viele sehr gute Forschungsresultate in Freiberg erzielt werden, deren Popularisierung manchmal doch nicht so gelingt, wie man es denn sich wünschen könnte. Aber wenn man gerade auch die Fachschaftstreffen der einzelnen Institute besucht und auch die enge Bindung der ehemaligen an die Institute erlebt, dann ist Freiberg, hat Freiberg schon ein einzigartiges Flair. Es ist ja nicht so, dass ich diesen Weg ganz bewusst gewählt habe, nach dem Studium der Informationstechnik quasi nochmal ein Zweitstudium mit Promotion auf einem ganz anderen Gebiet zu absolvieren. Ich habe aber gemerkt, dass die Zufälle, die dazu geführt haben, eigentlich unheimlich bereichernd waren für mein Leben, dass man eine viel breitere Perspektive bekommen hat. Und dafür bin ich auch dankbar für die Zeit an der Theo Berger Akademie Freiberg, einfach diese Möglichkeit zu haben. Die hat nicht jeder. Viele fallen quasi immer, wenn sie einmal ein Fach studiert haben, bleiben sie in dieser Domäne ihr ganzes Leben lang. Oder sie machen halt den totalen Bruch und fangen was total Neues an. Ich hatte die Möglichkeit quasi, mir ein zweites wissenschaftliches Leben neben dem ersten aufzubauen. Und das hat mich wesentlich auch geprägt und ist eigentlich eine gute Voraussetzung auch gewesen, jetzt hier am Fraunhofer-Institut tätig zu werden, wo es ja immer mehr darum geht, auch nicht nur singuläre technische Lösungen zu entwickeln, sondern wirklich Anwendungen mit systemischem Charakter zu erarbeiten und in die Industrie zu bringen. Wir erleben heute auch gerade bei Nachwuchswissenschaftlern eine sehr starke Zielorientierung und ein sehr hohes Fürsorgebedürfnis. Und einfach seine eigenen Grenzen auszutesten und dabei tatsächlich mehr Fantasie, mehr Ideen, mehr Kreativität einzubringen und sich nicht über formale Dinge zu verwirklichen, sondern wirklich einfach Ideen zu folgen. Das würde ich heutigen Doktoranden mit auf den Weg geben und dabei durchaus die Grenzen der eigenen Disziplinen zu verlassen und sich immer auch mit anderen Disziplinen nicht nur zu vernetzen, nicht nur querdenken, sondern eben auch quer zu handeln. In meinem Leben ist mir meine Familie besonders wichtig. Vor allen Dingen, weil sie mir die Basis für ein soziales Umfeld gibt, für das Engagement in der Stadt. Das Leben in der Stadt Freiberg ist mir sehr wichtig. Die Stadt Freiberg ist mir sehr wichtig. Die Stadt Freiberg ist in meinen Augen hochattraktiv. Man hat auf engem Raum all das zusammen, was man zum Leben braucht. Man hat Kultur, man hat Bildung, man hat Schulen, man hat ein Krankenhaus und damit die Möglichkeit, in einer kleinen Stadt sehr kompakt all das zu erleben, was einem sonst nur ein großes, attraktives Umfeld bietet. Wenn ich einen Wunsch frei hätte in meinem Leben, dann würde man natürlich gern immer mal die Zeit anhalten und mit mehr Energie und neuer Energie all das voranzutreiben, was man noch vor sich hat. 10 Jahre zurück, 10 Jahre immer, alle 10 Jahre wieder 10 Jahre jünger zu werden, wäre da eine sehr attraktive Option. Thank you.